Lieben Freunde, ich bin's wieder, euer ProGamer. Ich begrüße euch heute zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal. Wir spielen, wie ihr vielleicht seht, Jurassic World Evolution. Anfangen tun wir mit dem Expeditionszentrum. Wir schauen mal, was uns da so erwartet. Einmal die Expeditionskarte. Was haben wir hier noch? Hier wird erforscht Edmontosaurus und Corythosaurus. Könnten wir machen, müssen wir nicht. Muss nicht sein, ist uninteressant. Dracorex ist auch nicht, geht so. Ankylosaurus, ja, die haben wir auch alle. Ich bräuchte mal wieder einen ganz neuen Dino. Haben wir aber nicht. Aber jetzt bin ich hier ganz raus, das wollte ich nicht. Krankheit ausgebrochen, okay, da müssen wir uns drum kümmern. Die Fossilien werde ich mal auf der neuen Insel verkaufen. Dann habe ich da nämlich auch ein bisschen Kohle. Okay. Aber ich gehe immer ganz raus, das wollte ich gar nicht. So, wir müssen mal sehen. Irgendwas müssen wir ja erforschen. 76%, okay. Ja, dann müssen wir erstmal... Ja, dann machen wir das erstmal. Egal. Gut. Velociraptor. Da habe ich 56%. Das könnte man noch ein bisschen verbessern. Gut. Dann schauen wir uns mal an, wer krank geworden ist. Dafür nehmen wir mal die Ansicht hier. Hier ist niemand krank. Doch, da ist das ein Eddie. Ist ein Eddie, okay. So. Dann gehen wir zu den... Na, wo sind wir? Hier. Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Und dann einmal den Eddie impfen. Ist er das? Nee, das. So. Okay. Was jetzt anliegt, was ich letztes Mal vorbereitet habe, ist, dass ich die beiden Dinos hier, den Nasutoceratops, freilasse. Zwei Stück gleich, damit sie sich nicht alleine fühlen. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Da. Okay, lassen wir den mal frei. Mal sehen, wie der aussieht. Das ist nämlich der allererste. Oh, cool. Der ist doch mal cool. Hier haben wir einen Nasutoceratops. Ein Mitglied der Keratopsia. Er hat, ähnlich wie unsere Rinder, Hörner über den Augen. Tja, meine Freunde, schaut ihn euch an. Dinosaurierbedrohung, was ist das? Ist da jemand ausgebrochen? Ah, nee, das geht nur um das Auto, okay. Das ist nicht so wichtig. Gut. Dann lassen wir den zweiten frei. Na, komm raus, mein Junge. So, dann lassen wir die beiden mal raus. Verschwinde dann mal, Eddie. Hä? So.
Na komm schon. So, was ist das denn für ein Zeichen da, dieses Zahnrad? Was soll das? Ist da noch einer krank? Ah, okay. Gut. Dann machen wir das auch mal kurz. Ich könnte jetzt den Wagen auch selber fahren und... Aber... Ich glaube, da ist einer... Ja, den behandeln wir mal. So. Ja, wie gesagt, also ich könnte den Wagen auch selber fahren und dann auf den Dino schießen, also ihn praktisch von der Erkältung befreien, ihn impfen. Aber das können die dann auch machen. So, jetzt haben wir die beiden Dinos freigelassen. Ich habe jetzt keine mehr, okay. So, ich habe jetzt von jedem Dino, von jedem Pflanzendino, also Pflanzenfresser, habe ich 2 Stück. Das sind jetzt insgesamt genau 14 Dinos. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Und hier habe ich 3 Fleischfresser. Da sind sie. 1, 2, 3. Guckt sie euch an. Okay. Wir können jetzt noch mal einen Aussichtsturm bauen. Aber wo stellen wir den hin? Hier? Oder hier? Wir gucken mal. Wo haben wir denn die Aussichtstürme? Gehege? Da. Beobachtungsplattform. Eher gesagt. Besser gesagt. So, passt der hier hin? Nein. Da, da, da. Aber da laufen ja keine Dinos rum, ne? Oder? Ja. Dann machen wir einfach mal. So, dann setzen wir da hinten auch noch einen hin. Und zwar würde ich sagen, hier... Müssen wir mal sehen, so rum natürlich nicht. Aber es passt hier nicht, ne? Hier? Doch, hier. Komm, lass mal. So. Und hier nochmal. So, das ist der letzte seiner Art, der Ankylosaurus. Davon hatte ich 3 Stück, aber die haben mir immer die Zäune kaputt gemacht und sind dann ausgebrochen. Das nervte. Deshalb habe ich jetzt nur noch einen und der ist hier bei den Fleischfressern mit drin. Bei den kleinen hier. Bei den Dilophosaurus. Gut. Dann, was wollte ich denn hier? Achso, die Plattform bauen, ja. Ja, die müssen wir natürlich hier bauen. Wo müssen wir sie bauen? Toter Dino, okay. Ja. Wir können die Plattform, wo ist das Tor? Da ist das Tor. Ne, eigentlich hatte ich die Plattform... Hier hatte ich die Plattform. Da. Würde ich sagen, bauen wir sie hier. Passt da auch noch eine hin? Nee, ne? Mal gucken. Ach ne, das kann man so lassen. Passt das so? Ne, ne? Da würde eine passen, ja. Naja, können wir ja machen, was soll's.
Okay, dann kümmern wir uns mal um die Wege von den neuen Plattformen. Ein toter Diener, müssen wir mal gucken, wer da gestorben ist. Den müssen wir da rausholen. Ah, ein Pflanzenfresser. Okay. Ah ne, ein Dracorex, okay. Ja. Ich dachte erst, das wäre einer von den Vögeln. Nee, gut, ein Dracorex. Dann machen wir gleich einen neuen. Da ist er. So. Und den holen wir dann da kurz mal raus. Aber wo ist er? Wo ist der tote Dracorex? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wo er lag. Wo lag er denn? Keine Ahnung. Nee, der lag doch irgendwo hier, ne? Lag der nicht irgendwo hier? Ist er wieder zum Leben erwacht? Ne, weiß ich nicht mehr. Muss ich gucken. Muss ich das erstmal abbrechen? Wo liegt denn der tote Dino? Ach, da. Okay. Muss mal kurz... Ah, da ist er. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut. Jo. Nochmal das Gleiche. Aufgabe hinzufügen und dann... Wo ist er jetzt? Nee. Da lag er doch. Da. Oh, musst du da jetzt rumlaufen, Eddie? Und auch noch seinen Kopf platt treten, ne? Ah nee, das wird gar nicht damit gemacht. Stimmt. Das müssen wir mit dem ACU-Zentrum machen. Ne, wo ist denn das ACU-Zentrum? Hier, ACU-Zentrum, Transportteam und dann. Na, wo ist er denn jetzt? Hä? Ja, ist er jetzt schon weg? Gut, okay, achso, der wurde schon, ja, okay, ja. Gut, wenn man zu lange wartet, dann... Ja, dann kümmern wir uns erstmal um den Weg hier. Dafür müssen wir Bäume wegmachen. Dafür machen wir kurz ein paar Bäume weg, sonst komme ich da nicht ran. So ist besser, ne? Ja, okay. So, dann kümmern wir uns um den Weg. Hier einmal. So würde ich sagen, ja. Okay. Dann ist der damit verbunden. Ah, kein Umspannwerk, okay. Hat der ein Umspannwerk? Weiß ich gar nicht. Der hat aber Strom, ne? Ja. Gut. Holen wir uns ein Umspannwerk. Da. So. Müsste jetzt Strom haben. Ja, alles klar. Gut.
schon frei. Schon fertig, meine ich. Können wir freilassen. Dann haben wir wieder von jedem zwei Stück. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht hübsch? Okay, dann machen wir mal das Tor auf. Der Ursprung des Lebens. In Form eines Dinos. So, Tor schließen, sonst läuft er dann noch raus. Der Trottel. So, wir haben jetzt hier eine Aussichtsplattform und die ist in Ordnung. Gut. Wir hatten nur eine, ne? Ich glaube, da ist noch eine. Ich glaube, der Weg... Ach, das ist schon alles erledigt, ja. Der Weg gefällt mir noch nicht so ganz so gut, aber das ist so besser, ja. Ja. So, dann könnt ihr da gucken, da oben. Ja, so, dann kümmern wir uns um das, um den dritten. So, hier einmal bitte. Hier einmal bitte. Oh, hier ist ja alles voll. Dinosaurierbedrohung? Hat jemand irgendwo das Gitter kaputt gemacht? Nee. Doch, tatsächlich, wer hat das denn gemacht? Ach, da wieder so eine Maske, die das Gitter kaputt machen. Ja, dann muss ich die wieder irgendwie... Ja, nee, das geht ja gar nicht. Nee. Wieder solche Dinos, die das Gitter kaputt machen. Das geht ja nun gar nicht. Nee, wo war denn das kaputt? Guck dir das an, dieses fette Gitter. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Dann kommt er gleich woanders rein. Ja. Wo ist das? Mistviech. Da. So, ACU-Zentrum oder ist es das nicht? Ja. So, einmal betäuben. Da ist er. Bestätige Aufgabe. Guck mal, da rennt die ganzen Leute über den Haufen. So, der müsste gleich schlafen. Schläft er schon? Schläft er im Stehen oder was? Schon wieder Soundeffekt. Ein Dracorex macht das? Lege weitere Aufgabe fest. Ein kleiner Dracorex hat diesen riesigen Zaun kaputt gemacht? Wollt ihr mich verarschen? Naja. Guck dir das an. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also das finde ich echt ein bisschen, also wirklich. Sonst finde ich das Spiel ja ganz cool, aber das muss ja nicht sein, ne? So ein Blödsinn. Nee. Okay.
Wo ist der kleine Hanswurst? Wie pennt der denn da? Naja. Ach, da ist er, gleich daneben. Wo läuft er denn rum, da? Ach, der pennt da, oder was? Ah ne, der ist schon betäubt, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, wo die beiden sind. Ich wollte hier nochmal den Weg klar machen. Wo ist er? Da. Ja. Das machen wir jetzt erstmal. Dafür machen wir Bäume weg. Okay. Reicht das? Ich wollte gerne noch mal den Baum da loswerden. Okay. So, wo ist der nächste Weg? Da. Okay. Dann lass uns den mal kurz dahin, ja. Dahin. Dann darüber. So, Weg haben wir. Hat er auch Strom? Ja, alles paletti. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Plattform, ne? Hier. Ja, da müssen wir auch nochmal einen Weg bauen. Dafür müssen wir nochmal ganz kurz ein paar Bäume wegmachen. Ja, ich glaube, das reicht schon, oder? Ja, sollte schon reichen. Ja, gut. So, einmal den Weg. Machen wir das so? Ja, okay. So. Strom auch? Ja. Haben wir noch eine? Ne, haben wir keine mehr, ne? Nee. Gut, jetzt haben alle einen Weg, alle Strom, alles gut. Dann kümmern wir uns mal um die ganzen... Was ist denn nun schon wieder los? Ah, schon wieder einer. Aber jetzt müssen sie schon wieder den Scheiß bringen, weißt du? Ja. Ja. Oh, ist das nervig. Das ist das ein, was regt mich richtig auf. Ja, dass die Leute, dass die Dinos hier die Zäune kaputt machen und ausbrechen, das nervt. Ja. Also die kommen dann auch hier nicht mehr in das Gehege rein, die beiden. Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Mann, sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Wo ist jetzt das Mistding? Tot? Ah nee. Aber wieso ist der rot? Okay. Dann hättest du nicht ausbrechen müssen. Wenn es dir jetzt dreckig geht. Ne? Ja. Wo ist das ACU-Zentrum? Hier. ACU-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. So, wo ist der Dino? Ist er jetzt... Ist er jetzt im Wald oder so? Ah ne, da ist er. So.
Dann liegen die alle drei hier in der Nähe. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Und hier ist dann der dritte. Ja. Okay. Wir kümmern uns erstmal um die Vorräte. Nein. Toter Dino, ja, ja. Das machen wir mal selber, weil das geht schneller, wenn wir das selber machen. So. Einmal hier auffüllen, jo. Hier auffüllen. Fahren wir hier raus, da rein. Auffüllen. 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 So. Dann haben wir alle aufgefüllt. Jetzt müssen wir noch mal rüber zu dem anderen. Fahren wir da gleich mal rüber. Und dann kümmern wir uns um die drei Dinos. So. Einmal hier auffüllen. 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 Und da hinten noch mal einer. So, den füllen wir auch auf. So, alles klar. Dann haben wir noch bestimmt welche zum Auffüllen bei den Fleischfressern. Und dann haben wir alle. Das geht schneller, wenn man das selber macht, weil sonst. Einmal hier, einmal. Ist der tot? Zwei. Warte mal, ist der tot? Oder pennt er? Ne, der schläft, okay. So, dann kann der alleine nach Hause fahren. Irgendwo war doch ein toter Dino, oder habe ich mich verguckt? Nee, nee, doch nicht. Doch. Irgendwo war einer. Da sehe ich doch das Zeichen. Ach, da. Da haben wir den. Ach, der Ankylosaurus. Okay. Ja, da machen wir dann auch keinen neuen mehr. Ne, dann hauen wir da. Gut. Den lassen wir abholen. Weil das war auch nämlich so ein Kandidat, der. Produkt muss eingesammelt werden. Die Zäune kaputt gemacht hat. Die beiden Nasenhainis kommen jetzt hier in das Gehege. Vielleicht machen sie dann hier die Zäune nicht kaputt, weil sonst geht das immer weiter und immer weiter. So, Transportteam. Dann nehmen wir den hier. Der kommt dann hier rein. Ja. Hier rein. So. Der kommt dann hier rein. Wo bin ich jetzt? Ach, da, ja. Und der zweite Nashorn. Das zweite Nashorn, nenne ich jetzt mal so.
Ah, nee, das geht jetzt gar nicht. Okay, dann müssen wir nochmal zum ACU-Zentrum. Ne, wo ist denn das jetzt? Transportiere Produkt. Ne, da. So, transportieren. Und den hauen wir dann auch in das Gehege rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So. Dann brauchen wir uns nur noch um den Dracorex kümmern. Wundert mich eigentlich sowieso, dass der Dracorex das Gitter da kaputt machen konnte. Das wundert mich wirklich. So, der Dracorex ist hier, ne? Wo ist er? Da. Der kommt dann hier wieder rein. So. Dann haben wir alle fertig. So. Produktzustellung bestätigt. Ist da noch einer tot? Triceratops. Okay. Müssen wir einen neuen machen, ne? Ja. So. So, hier wird Dracorex dann abgelassen. Ja. Können wir uns das schon mal kurz anschauen. Hier wird Dracorex dann reingesetzt. So. Dann holen wir noch mal den Triceratops ab. Ich blick hier langsam nicht mehr durch, da. Nee, das ist doch falsch. Doch, nee, das ist richtig. Ich brauch doch... Brauch ich nicht das Transportteam? Das geht aber nicht. Nee. Ich wollte doch keinen betäuben. Ich wollte... Wieso bekomme ich nicht das Transportteam? Hier. Transportteam. Den einmal entfernen hier. So. Okay. So. Ja, meine lieben Freunde. Jetzt schauen wir noch mal, ob der Ersatz hier fertig ist. Ja. Und dann wollen wir auch für heute Schluss machen. Wir sind schon bei 34 Minuten. So. Wir sind hocherfreut, einen Triceratops im Park zu haben. Ah, Blödsinn. Das war das falsche Tor. Das wird beinahe schief gegangen. Hier musst du rein, Mignon. Na komm schon. Nicht zu den Fleischfressern. Tja, die haben schon auf dich gewartet hier. Mann. So. Nun komm schon.
Schließen. Dann haben wir, glaube ich, wieder 12 Stück, ja, alle da. So, gucken wir noch mal, was, ja, die beiden hier machen. Die beiden Soundeffekte haben sich schon wieder was kaputt gemacht. Nee, also nicht die beiden Nashörner, oder? Nee. Da ist einer, okay. Und da ist der zweite. Wer hat denn jetzt einen Zaun kaputt gemacht? Hier drüben? Nee. Wo ist denn da, hä? Wo ist denn hier ein Zaun kaputt? Sehe ich gar nicht. Okay, da kümmere ich mich dann gleich drum. Ich möchte mich dann erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen, je nachdem. Ich wünsche euch noch alles Gute und tüdelü, bis bald, Rian.